Hallo Freunde, heute zeige ich euch meine Partie gegen Alexander Wojtkiewicz vom Duisburger Großen Baumer oben 1999. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ich hätte ständig gegen Games und zwei Fünfer gespielt, ja, überhaupt nicht. Aber manchmal, wenn es gut lief und so ein guter Mann in so einem Turnier mitgespielt hat, dann durfte ich gegen ihn spielen. Und naja, die Quote ist sehr überschaubar. Trotzdem schauen wir mal an, was hier in der Partie passiert ist. Ich hatte die schwarzen Steine. Und Springer F3, okay. Ich war früher zu der Zeit ein sehr, sehr großer Anhänger der Tarasch-Verteidigung mit D5 und C5. Und die habe ich auch regelmäßig gespielt. Und kleiner Spoiler, da werden wir insgesamt ein paar Partien von sehen. Okay, Läufer G2. Ganz normal, Figuren raus und jetzt nach C4. So, jetzt kann ich mir überlegen, will ich mit D schlecht C in so katalanische Sachen reingehen oder will ich mit Läufer E7 in meine Tarasch-Strukturen. Und da habe ich mich für Läufer E7 entschieden, weil ich das halt immer spielte. Und es kam D schlecht C und den habe ich tatsächlich extrem selten auf dem Brett gehabt. Und der ist vielleicht zumindest in der Praxis sehr, sehr angenehm oder andersrum unangenehm für Schwarz. Wir schauen mal eben. So grundsätzlich, wenn Weiß hier auf D5 schlägt, dann spiele ich halt mit diesem Isolani und wenn er dann so schlägt, okay, dann ist es so. Und dann gibt es hier natürlich auch noch Berge an Theorie. Ja, jetzt mit E4. Und dann kann man entweder hier erst rausnehmen und dann Springer D5 spielen. Oder man kann hier auch sofort Springer E. Alles verschiedenste Varianten. Ist ganz interessant, die Grundidee mit diesem D-Bauern gegen diesen E-Bauern zu spielen. Ja, mit Turm E8 Geschichten und so. Vielleicht mal Läufer G4. Dass man da so ein entsprechendes Gegenspiel hat, dass dieser Isolani alleine noch nicht ausreicht, um ihn als Schwäche zu definieren. Aber gut, wir gehen zur Partie zurück. Da hat der Gegner auf C5 geschlagen. Okay, ich schlage den Bauern, ja, und auf C mal D, E mal D würden wir in die gleiche Stellung kommen. Aber, und jetzt tricky, ne? Der Alexander war ja auch ein guter. Er tauscht nicht auf D5. Damit entsteht eben keine Isolani-Struktur, oder zumindest noch nicht. Aber ich habe das Problem, dass ich länger als gewohnt zumindest mit dem Läufer C8 so ein bisschen rumhänge. Das ist ja, ein Problem, was ich erstmal lösen muss und was eher unangenehm ist. A3, Rochade, okay, B4, den Läufer zurückziehen, ja, hierhin macht Sinn, damit ich den einfach im Zweifelsfalle nach F6 spielen kann, ja, um ihn hier dem Läufer gegenüberzustellen. Das macht noch Sinn, glaube ich. Springer E4, ja, versucht sich durch Tauschen zu entlasten. Ja. Grundsätzlich sicherlich nicht schlecht. Die Seite, die weniger Raum hat, möchte sich durch Tauschen entlasten. Problem ist, je weniger Figuren auf dem Brett sind, desto weniger Dynamik bekomme ich als Gegenwert für den Isolani. Der zwar jetzt noch nicht da ist, aber ja, irgendwie das ganze Konzept mit dem Aufbau funktioniert quasi überhaupt nicht. Ja? Und nach Dame C2, Läufer F6, Turm D1 steht, weiß einfach schon deutlich, deutlich besser, weil er einfach massiven Druck auf diesen D5 hier hat. Tausch, tausch, okay. Und je mehr ich tausche, dieser Tausch, den kann ich ja quasi fast nicht verhindern. Und das heißt, er bereitet noch vor, wie er es braucht. Ja, und ich bleibe auf diesem Läufer C8 hängen, während sein Läufer hier natürlich schon strahlt, der D5 schwach ist. Also ist schon eine, also die, hier ist die Öffnung wieder mal nicht so gut gelaufen. Aber okay, was willst du machen, ja? Immerhin Damentausch, dann. Wenn er schlägt, schlage ich zurück. Jetzt habe ich den hier wenigstens gedeckt. Alles klar. Und er macht einfach weiter Druck auf den D5. Und hier war ich mir ziemlich sicher, ich habe Turm D8 gespielt, um den zu verteidigen. Hier bin ich mir auch ziemlich sicher, wahrscheinlich früher und heute erst recht, dass wenn ich diesen Bauern jetzt hier nehmen würde, um diesen Isolani auf D5 zu vermeiden,
Das eben das Problem, ich kann diesen Bauern hier nicht verteidigen, ich kriege ihn nicht gedeckt. Und dieser Läufer wird auf einmal jetzt schon mega frei. Und ich habe mit dem hier ein echtes Problem. Ne? Müsste versuchen, vielleicht mit E5 den Läufer rauszukriegen. Und hier ist Weiß aber am Drücker. Der Springer kann hier rein. Und er hat halt diesen temporären Entwicklungsvorsprung, dass sein Turm schon hier auf der D-Linie steht und wirkt. Und der Läufer schon sehr viel aktiver ist als meiner. Ne? Und so gefühlt ist halt alles nicht gut. Und naja, im Zweifelsfalle, wenn alle Stricke reißen, könnte, hoppla, nicht den, könnte Weiß auch überlegen, ob er den Läufer hier abgibt. Ja? Wenn ich den einfach schlage, hat er schon mal den ersten Bauern gewonnen, eine weitere Schwäche hier kreiert. Ja? Und wenn ich auf C4 schlage, dann gewinnt er einfach hier einen Bauern. Ich kann mir also quasi immer aussuchen, wie ich schlechter stehen möchte. Aber so richtig zum Ausgleich, da bin ich meilenweit entfernt. Deswegen habe ich mich für Turm D8 entschieden. Das ist auch, naja, zumindest nachvollziehbar. Mein Gegner spielt E3. Ja, und lässt mich hier auf meinem C8 halt schmoren. Ja, und was soll ich tun? Ich kann den Läufer ja nicht nach D7 spielen. Dann ist die Verbindung zwischen Turm und D-Bauer unterbrochen und der Bauer hängt einfach. Ist natürlich auch nicht so schön. Das heißt, ich habe hier keine Züge, ist echt unangenehm. Und dann dachte ich mir, ja, dann nimmst du mal den König, vielleicht kriegst du den dabei, dann deckst du mal den Turm bis hier näher am Geschehen dran. Versuch's mal so gut zu verteidigen, wie es irgendwie geht. Springer D4, öffnet diesen Läufer jetzt hier, ja, und erhöht noch einmal den Druck hier drauf. Ich habe Springer E5 gespielt. Genau, ich greife den an und jetzt erzwinge ich quasi eine Entscheidung. Wenn ich jetzt hier so Züge wie A5, was ja auch immer auf den ersten Blick natürlich aussieht, um diese Bauernstruktur mal anzugreifen, ich habe halt immer das Problem, ist egal, was ich mache, ob ich jetzt tausche oder vorziehe oder wie auch immer, ich bleibe auf diesem Komplex. Es ist einfach ist nicht schön. Ich komme nicht zur Entwicklung. Ne? Und jetzt ist der Darmflügel insofern geschlossen, dass ich hier auch keine Linien öffnen konnte für Gegenspiel. Wer weiß, ob der Springer vielleicht nochmal irgendwann hier reinhüpfen kann und je nachdem, wie es kommt. Das sah mir auch alles irgendwie, naja, nicht erfolgsversprechend aus und sieht es heute auch nicht. Ich habe dann Springer E5, das kann ich zumindest nachvollziehen. Ich muss diese Entscheidung herbeiführen. Er muss irgendwann mal tauschen. So, jetzt habe ich zwar endlich den Isolani. Das ist auch lustig, ne? Man versucht immer Isolanis zu vermeiden. Und hier bin ich froh, dass ich einen Isolani bekomme, damit ich diesen blöden Läufer mal endlich rauskriegen kann. Das ist super passiv und super schlecht, aber immerhin, ich kriege ihn raus. Ne? Damit ich überhaupt mal auch den Turm hier, ob dann den hier, mal irgendwie einsetzen kann und überhaupt noch irgendwie mal mitkämpfen kann, theoretisch. H3 macht Sinn, dieses Feld wegnehmen, was immer so ein F4 vorbereitet, damit der Springer da eben entsprechend nicht hin kann. Läufer E6, G4, okay, ändert nichts. Lässt sich die Option für G5 mal über, um den D5 zu schwächen. Das verhindere ich. Und jetzt kommt der Springer, ja. Neues Feld. Ne? Eieieiei. Ich renne mal mit dem König ran. Das macht Sinn. Irgendwie, dass ich den mal mitgedeckt habe. Weil der Springer jetzt hier reinkommt, da haben wir schon, ist der E6 mal prophylaktisch überdeckt. Aber jetzt hängt hier eben auch dieser B7 Bauer. Turm D7 geht nicht. Bleibt also nur Turm B8 oder B6. Ich habe mich für Turm B8 entschieden und das aus einem sehr, sehr praktischen Grunde. Nämlich, wenn ich hier mit B6 arbeite, wird dieses Feld C6, das schreit ja schon nach, hier gabel mich, ne? Und nach dem Tausch, dann wird der vertrieben, der Springer. Und dann hüpft er da rein und hat Weiß schon mindestens mal die Qualität gewonnen. Das kann also nicht sein.
Und deswegen habe ich mich für Turmberg entschieden. Okay. Und hier ist natürlich auch immer, also ich stehe passiv, ich habe keine Aktivität, ich kann mir quasi abwarten oder ich muss abwarten, wie der Gegner sich nach und nach verstärkt. Und im Regelfall können solche zwei Fünfer und zwei Sechser können das natürlich im Regelfall sehr, sehr gut. Ne? Springer B5, versucht den anzugreifen, okay. Den ziehe ich, ja, was soll ich machen, ja? Ich kann den ja nicht abgeben. Und das war die Idee, dass der Springer jetzt hier hinkommt, um noch mehr Druck auf den D5 zu machen. So, jetzt dreimal angegriffen, dreimal verteidigt. Er könnte jetzt hier eventuell nochmal verdoppeln und den Druck noch mehr erhöhen. Ich kann einfach nichts machen, ne? Ich kann ja hier selber nicht verdoppeln, weil dann hier immer der B7 hängt. Ich kann auch den B-Bauern nie ziehen, weil der A6-Bauer hängt. Ich stehe quasi völlig im Hemd. Die einzige Chance, die ich hier gesehen habe, ist versuchen, irgendwie durch einen Abtausch mich zu entlasten. Mir ist relativ klar, dass ich einen Bauern verliere. Aber das kann man ja nicht verhindern, ja? Aber überall der ganze Druck auf meinen Damenflügel hier, ich muss ja auch mal Figuren tauschen. Und ja, was soll ich machen, ja? Und so kam es dann auch nach dem Tausch. Er verdoppelt da. Ich spiele B5. Hier muss ich sagen, B5 ist, ups, B5, das ist ein Zug, den ich heute definitiv nicht mehr spielen würde. Warum? Ich lege ja noch einen Bauern auf die Farbe des Läufers. Ja, der kann dann von hinten im Zweifelsfalle alle angreifen. Puh, macht keinen Sinn. Der Grund, warum ich es damals gespielt habe, ist mit ganz großer Sicherheit, dass ich diesen Bauern überhaupt mal bewegen wollte, damit er aus dieser Diagonale raus ist. Ja, gar keine Frage. Vielleicht wollte ich auch diese Bauern hier festlegen. Ja, mag auch sein. Aber im Nachhinein, also heute würde ich eher B6 spielen, damit wenigstens schon mal ein Bauer nicht auf einem weißen Feld steht. Und ja, diesen guten Läufer gegen diesen schlechten Läufer, dann, ne, das Spielchen, diese Thematik hatten wir jetzt schon so oft. Genau, hoppsa, Varianten vergessen. Ich habe B5 gespielt. Okay. Er verdoppelt. Ich gehe mal auf eine offene Linie. Mal gucken, was geht. Ja, ich kann den einfach. Ich wollte mich nicht noch passiver hier hinstellen, weil ich glaube, selbst das. Und nochmal Variante. Das passiv hinstellen bringt hier schon gar nichts mehr, weil er auch immer irgendwann im Zweifelsfall irgendwann nochmal einen Hebel hat oder so. Oder erst noch mal den spielt und irgendwelche Verteidiger wegdrücken kann, ja, und der Läufer steht, wo soll der überhaupt hin und wie kommt der weg und ach du, eieieiei. Dann dachte ich mir, dann mache ich lieber einen Turm auf eine offene Linie, vielleicht tauscht er jetzt auf D5 und ich kriege irgendwie ein Gegenspiel. Er verstärkt erst seine Stellung. Absolut verständlich und aus heutiger Sicht super nachvollziehbar. Ich kann mit Schwarz ja eh nicht viel machen. Hab Turm C4 gemacht. Er kommt mit seinem König erst ran, bevor die Action beginnt. Ja? Hatte ich letztens in einem Livestream bei mir, ja, mit dem Masterplan. Erst Figuren maximal verbessern und dann Action. Ja, ich habe keine Züge, habe mich für König E8 entschieden. Ob das jetzt der beste war, glaube ich nicht, weil ich natürlich noch wieder weiter vom Geschehen weg bin. Aber wenn man keine guten hat, macht man eben schlechte. Ne? Und jetzt nimmt er diesen Bauern. Ich bin froh, dass ich hier ein bisschen was tauschen kann. Alles klar. Klar. So, Bauern weniger. Habe ich ja toll hingekriegt. Aber immerhin, den Turm aktiv. Vielleicht kann ich hier ein paar Bauern tauschen und das Endspiel Remis halten oder drum kämpfen zumindest. Ja? Dafür, dass ich in der Partie quasi noch gar nichts hingekriegt habe. In einem Endspiel, wo ich. Und so kommt es auch. Er kann den nur auflösen und einen dieser beiden gewinnen. Ich gehe dahinter, schieb den jetzt nach vorne. Er muss den A-Bauern schlagen. Ich kriege den B-Bauern. Ja. So. Und dann haben wir die Endstellung: 3 gegen 4 auf einem Flügel. Und das sollte theoretisch wirklich Remis sein. Ja. Dann habe ich mit so einer unfassbaren Anti-Leistung. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nur passiv und schlecht gespielt und alles falsch gemacht.
und erreiche ein Turmenspiel mit Minusbauern, wo ich Remischancen habe. Ne? So unfair kann Schach sein. Schauen wir mal. Wie halte ich das denn jetzt? Erstmal, ja, versuche ich den Turm abzuschneiden, den König abzuschneiden. Okay, das macht Sinn. Das macht er auch. So, H5 ist. Ja, und grundsätzlich noch eben ein kleiner Einwand hier, so im Allgemeinen. Wenn ich es irgendwie hinkriegen würde, die Wellenbrecherformation aufzubauen, ja, sprich hier mit G6 und H5, ohne dass der Bauer hier schon auf G4 steht und so, dann hätte ich ja diesen Wellenbrecher und dann hätte ich definitiv ganz, ganz gute Remischancen. Aber ohne diesen Wellenbrecher habe ich hier ein echtes Problem, dass diese Bauern natürlich hier alle ins Laufen kommen. Ja, irgendwann wird sich irgendwo ein Freibauer bilden. Ich muss es halt in der Praxis halt verteidigen. Ne? Dass die Engine hier durchaus oder die Datenbank durchaus sagt, das ist haltbar. Das ist schön. Ich glaube, 1999 gab es diese Datenbank noch gar nicht. Und das ist auch in der Praxis einfach sehr, sehr unangenehm. Okay, wir gucken mal. Er zieht halt vor. Ich spiele F6. Ja, ich muss ja auch gucken. Ne? Ich muss mich immer entscheiden, wo stelle ich den König hin? Wenn hier mal irgendwelche Schachs kommen und so. Und wenn ich jetzt hier nach vorne gehe und dann kommen die ganzen Bauern, nicht, dass ich hier in so ein Mattennetz reinlaufe. Eieiei. Außerdem dachte ich mir, wenn ich jetzt F6 spiele, alles, was hier irgendwie ankommt, wegtauschen. Ne? Und im Grunde genommen, total spannend. Turm C7 sieht ein bisschen passiv aus. Ich kann den König langfristig nicht weghalten. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ich muss natürlich mich an Basisdinge orientieren und allgemeine Sachen spielen, sprich dem Gegner so schwer wie möglich machen. Nur mich völlig passiv hinten reinstellen, das kann nicht klappen. Und mein Zug, König F7. Nee, war kein fragwürdiger Zug, war ein klarer Zong. Ein Doppelfragezeichen, wo ist er? Da. Eieiei. Und der erst fällt die Partie weg. Also heute würde ich zumindest, ich wüsste natürlich auch nicht, wie ich es theoretisch Remis halten kann, aber ich muss meinem Gegner das so schwer wie möglich machen. Ich muss natürlich König E6 spielen, den würde ich heute auch zwingend spielen, damit der König eben nicht vorkommt. Sein Turm steht auf der fünften Reihe. Falls der König auf die fünfte kommt, dass ich ihn nicht mit Schachgeboten belästigen kann. Er kann mich natürlich jetzt vertreiben. Und dann auf die fünfte Reihe gehen. Aber dann steht der Turm eben nicht mehr auf der fünften. Ich kann ihn wieder zurückdrängen und mich dann hier wieder selber schützen. Das heißt, er kriegt es nicht hin, den König und den Turm gleichzeitig auf die fünfte Reihe zu bringen. Er muss also hier irgendwie erst Bauern ziehen und tun und machen, ja, und dadurch wieder die Stellung wieder verändern. Durch mein König F7 aber kriegt er das hin, das König und Turm, also der König ist super aktiv auf F5. Ich kann ihn nicht vertreiben und jetzt habe ich das Problem, dass er sich wahrscheinlich hier einfach einen Freibauern bilden kann und ich muss mich um den Freibauern kümmern. Im Zweifelsfall kommt der König hier rein. Ich kann hier mit Sicherheit abgedrängt werden, ja, und wenn ich diese beiden Bauern hier verliere. Na, so. Wird hier immer ein Freibauer, irgendwas wird immer überbleiben, ja, und das ist in der Praxis quasi nicht mehr zu verteidigen. Und sehr, sehr bitter. Ich versuche noch mit der passiven Verteidigung, aber wir sehen, gute Technik von Weiß, jetzt muss man ja auch mal anerkennen, er bringt das einfach ziemlich easy nach Hause. Er zieht erstmal noch ein bisschen hin und her, alles überhaupt kein Problem. Auf so einen Schach kann er den Turm immer zwischenziehen. Ja, ich warte einfach auf der siebten Reihe ab. Jetzt kommt der Bauer vor. Okay, jetzt droht E6. Ich habe mich für Turm B6 entschieden. Die Idee ist, dass der König hier nicht auf die sechste Reihe kommt, analog zur Philidor-Stellung. Ja, die kannte ich damals natürlich schon. Und er spielt Turm D6.
kurze Anekdote, wenn er, also Anmerkung, wenn er so spielt, jetzt kommt er halt nicht hierhin, er könnte jetzt hier vorziehen, dann würde ich da Schach geben. Und wenn er jetzt sagt, komm, ich gehe hier nach vorne, um matt zu drohen, dann würde ich Schach geben. Naja, träumen darf man ja, ne? Aber will natürlich in der Praxis nicht passieren. Deswegen hat er hier erst Turm D6 gespielt. Jetzt ja, muss ich mich wieder entscheiden, wohin. Ich kann die sechste Reihe nicht behalten. Sein König droht hier reinzukommen. Ich gehe wieder auf die siebte. Und jetzt der technisch wirklich einfachste und schönste Zug, und der beendet sofort die Partie. Turm D7. Er zwingt den Turmtauscher. Wir machen mal eine Variante. Turm schlägt, dann E6. König muss rüber, er schlägt. Und jetzt bin ich doch sehr, sehr weit weg von meinem Bauern. Und er kriegt beide Bauern und gewinnt natürlich. Ja, nach Turm D7 habe ich also aufgegeben. Ein verdienter Sieg, überhaupt keine Frage. Und trotzdem hochgradig spannend, hier zu sehen, dass ich mit dieser komischen bis Nicht-Leistung, ja, wenn man Turm entspielen kann, hat man immer noch gewisse Remis-Chancen. Und in dem Fall hätte ich sie gehabt. Leider nicht genutzt. Deswegen, das war vor 25 Jahren, und da hatte ich mich schon so ein bisschen angefangen, mit Turmenspielen zu beschäftigen. Natürlich nicht so viel wie heute. Und muss ich sagen, ja, solche Endspiele, die prägen natürlich dann auch, dass man sich da ein bisschen hinsetzt und sich um Turmenspiele kümmert. Macht das auch. Es schadet nicht. Ist anstrengend, aber es schadet nicht. Alles klar, Freunde. Ich sage besten Dank fürs Zuschauen. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.